Hallo Leute, willkommen bei Pine. Dies ist Teil 24. Jo, es wird schon wieder Abend und ich dachte mir, dass ich jetzt mal diesen Schnuski zur Rede stelle. Was es denn mit diesem komischen Überfall auf sich hat? Ich kann mir vorstellen, dass er mit seinem Häuptling gewettet hat, dass ich Mensch so dämlich bin, auf diese Idee mit der Überfallfackel reinzufallen. Weil die Idee ist total bescheuert. Wieso sollte man da eine Überfallfackel hinmachen und die schon mal vorwarnen und dann müssen die Fechsel erst dahin rennen? Das ist total widersinnig. Und was mir auch aufgefallen ist, hier diese Antennen von der anderen Wette, die sind da gar nicht so weit weg. Ich denke mal, als nächstes werde ich dann dorthin gehen, aber jetzt wird, also als nächstes nach dem Schnuski zur Rede stellen. Weil ich habe ja diese Fackeln da angemacht. Und jetzt wird es Tag, das ist schön. Ich guck mal auf der Karte. Okay, ich glaube, der Fechsel war da. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann müsste ich hier über eine Brücke, da über eine Brücke. Das müsste eigentlich recht flott gehen. Ah, aber habe ich mir die Richtung gemerkt? In Gegenrichtung. Gut. Ungefähr so. Oh, da ist ein Alpafant. Das sind sogar mehrere. Welcher ist denn der größte? Ich glaube, dieser hier. So, da ist auch schon die Brücke. So. Ah, anscheinend habe ich mir den Fechsel mal schlauerweise markiert. Also den Schnuski. So. Na, aber ich guck trotzdem mal auf der Karte. Eher rechts. Gut. Da rumpelt schon wieder. Huch! So. Da ist eine Brücke, wunderbar. Die klopfen sich bestimmt schon auf die Schenkel und machen sich über mich lustig. So. Tja, dort. Hinterm Berg oder vorm Berg? Ja, das lässt sich auf der Karte feststellen. Auf jeden Fall rechts von hier. Da knallt es auch ganz erheblich. Ah, die kämpfen. Soll ich da vielleicht helfen? Ja, ich habe ja jetzt gelesen, dass ich die Freunde nicht treffen kann. Das war wohl nix. Ach, schnell, schnell. Okay, jetzt ist der erledigt. Das ist gut. Und der Fechsel zieht von dannen. Schnappen wir uns mal alles, was es hier so im Angebot gibt. Hm, der hat sogar einen Fechsel schon erwischt. Was kann man denn mal wegschmeißen? Oh, ich habe ziemlich viel Dünneisen, aber nur wenig Stumpffels. Vielleicht sollte ich was essen. Mal gucken, was kann ich essen, was dann weg ist. Tja, gute Frage.
4 davon. Na, die erleichtern einem das Laufen in der Kälte. Das ist vielleicht, sollte man aufheben. Aber von den anderen habe ich alles mehr. Ah, ich könnte 2 Marholz zu Starrseil verarbeiten. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Wer weiß, wofür man mal eine Fechselessenz brauchen kann. Gut. Tja, wo ist das gelbe Ding? Hier gleich. Dann muss ich da im Prinzip nur noch hoch. Tja, einmal im Kreis. Ups. Ja, das hat schon so seine Richtigkeit. Ich hoffe nur, dass das das richtige Dorf ist. So. Der Schnuski war ja irgendwo in einer Hütte. In einem Zelt, meine ich. Die Frage ist, ob der da immer noch ist oder ob der jetzt woanders ist. Ich sehe hier jetzt mal kein Zelt. Gucken. Tja, ranzoomen. Soweit es geht. Ah, und wo ist diese offizielle Markierung? Gut, die ist immer noch da oben. Ja, das ist klar. Das habe ich ja auch noch nicht gelöst. Und hier. Und eigentlich, da denke ich, dass ich das alles so gemacht habe, wie ich es sollte. Aha. Ich hoffe wirklich, dass uns diese Krocker später nicht wieder in die Quere kommen. Ja, das hoffe ich auch. Das ist auf jeden Fall nicht Schnuski. Das sieht aus wie Schnuski. Nein, Lanislav, ihr Menschen seht lustig aus. Meski. Wie macht man denn die geschmeidige Blattteichpaste? Tja, wenn ich das wüsste. Da ist noch eine. Eti. Okay. Ja, das sind jetzt alles Aussagen, mit denen wir nichts anfangen können. Tja. Habe ich es mal wieder voll verpeilt. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder ins... ich reite jetzt wieder ins Gebirge und probiere es dort nochmal. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell gar nicht an der richtigen Stelle war. So. Na, toll. Jetzt muss ich hier gucken, wo das ist, wo ich hin muss. Ja. Von hier aus nach rechts, also dieser goldenen Markierung da folgen, dieser da, der. Ich hoffe, dass ich sie nicht verliere, während ich hier runterreite. Denn hier kommen wir ja irgendwie
in ziemlich kurvige Wegführung. So, ist sie jetzt wieder da? Dort ist sie. Gut. Nee, in dieses Gebiet brauchen wir nicht. Und ich glaube, wir müssen auch nicht bei den Tambas vorbei und über die Insel. Nö. Wir gehen da direkt da oben hin. Ah, das habe ich mir sogar rot markiert. Na, immerhin habe ich mir mal was markiert. Was geht denn da ab? Na, ordentliche Kämpfe. So, was ist das da? Hier sind wir schon bei diesem Dorf, das den Untereingang darstellt. Aber ich will hoch zu der Spitze. Und die Frage ist, wie ich da am besten hinkomme. Rechts, links, oben, unten. Ich probier's mal rechts hier durch und dann schaue ich, ob ich hier hochkomme. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Wollen wir ein bisschen Karant sammeln? Ich guck mal, ob wir haben Karant. Das ist gut. Dann kann ich da einfach die Bestände erhöhen. Ohne mit dem Volltaschenproblem konfrontiert zu sein. Und ich sollte auch noch stärker nach diesen grünen Kugeln Ausschau halten, damit ich eine größere Tasche kriege. So, hier oder da links? Tja, gute Frage. Ich glaube erstmal hier weiter. Und in welches Gebiet kommen wir hier? Ah, Fexel ist okay. Na, das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Laufen wir mal hier weiter. Der hat uns einfach verschlafen, das ist gut. Hier ist dieses Ding. Ah, da gibt es den Fenchel, aber den brauchen wir gerade nicht. Da. So, mein liebes Ross. Ich gehe jetzt hier mal Graphit holen. Mal, wie ich da am besten hochkomme. Tja. Ich probiere es einfach mal zu Fuß und vielleicht kommt mein Alpafant ja einfach mit. Und ohne mich als Last schafft das vielleicht auch. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in dieser Höhle wirklich richtig war. Es hat ja niemand gesagt, geh in die Höhle. Das habe ich nur gedacht, weil da eben eine Höhle ist. Na komm, gehen wir vielleicht ein bisschen so. Ja, ist hier irgendwas? Ah, Otti macht das besser als ich. So, jetzt müssen wir hier rumgehen. Also ich denke mal, diese Antenne ist es eher nicht. Obwohl es da potenziell was zum Anschießen gibt. Ich gehe mal hoch, um mir einen Überblick zu verschaffen.
Schlüssel. Im Zweifelsfall ist es vielleicht die höchste Antenne. Die größte. Diese da. Die wirkt schon ziemlich hoch. Und mal auf der anderen Seite gucken. Ja, ich hatte mich ja irgendwie immer hier auf dieses Gebiet konzentriert. Da unten ist auch noch eine. Die leuchtet besonders stark. Die sollte man auch in Erwägung ziehen. Und diese hier, die sieht auch besonders aus. Und da unten gibt es auch Graphit. Ob ich hier wohl runterkomme? Ja, müsste gehen. Ja, guck mal da. Das sieht so aus, als könnte man da was aktivieren. Gut, jetzt muss ich hier nur irgendwie hinkommen. Plups. Ja, guck doch mal hier. Da gibt's solche Sprungpodeste. Na, das probiere ich mal. Jetzt gucke ich hier mal rum. Da gibt es sowas zum Reinstecken. Da hinten gibt es noch irgendwas zum Interagieren. Interagieren? Ah, oh, jetzt haben wir hier so eine kleine Fackel. Super gut. Vielleicht, ich stecke die mal testweise da einfach rein. So. Oh, Tatsache, da scheint sich was zu tun. Ich denke mal, das war's. Die Frage ist nur, was ist passiert? Oh, hallo. Hallo, Oth, Wes, Nord oder wer immer du bist. Eieiei, jetzt bin ich aber erschrocken. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du getan hast, du Narr? Das ist Nord. War? Du bist in einem Gebiet, das seit jeher für seine zahlreichen Erdrutsche bekannt ist. Wie leichtsinnig. Mein Kopf. Der Handel in der Nordregion könnte jetzt vollständig abgeschnitten sein. Oh, der Reichtum, der verloren gehen würde. Es schmerzt. Arg. Arg was. Während du schon wieder geschlafen hast, musste ich mir einen Plan ausdenken, wie wir diese Situation bereinigen können. Wir müssen einige Häuptlinge des Gebiets versammeln, um diese Angelegenheiten zu besprechen. Ich kann sie an einem Ort zusammenbringen, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie die Gefährlichkeit der Lage verstehen. Erstelle dieses Gerücht unverzüglich und verbreite es in den Bergdörfern. Sie werden dann das Ihre dazu tun und das wird uns die reichsten Häuptlinge des Gebietes verschaffen. Und beeil dich, bevor bei diesem Ding hier nochmal der Blitz einschlägt. Eile in Richtung der Höhle, wenn du fertig bist. Eile in Richtung der Höhle, wenn du fertig bist. Okay. Ob der wohl die Höhle meint, wo wir mal rauf und runter gefahren sind? Ich werde in der Zwischenzeit daran arbeiten, dass diese Antenne keine Blitze mehr auf sich zieht. Okay. So, jetzt. Ein kaltes Wiedersehen. Das mit dem Atmen und so ist weg. Wir haben diesen Teil anscheinend echt geschafft. Jetzt muss ich die beiden Dörfer der Gebirgsregion mit dem Sturmgerücht beeinflussen. Okay, und das soll ich einfach mal so lassen. Ich gehe hier mal weg. So. Das ist nämlich so laut. Gut. Schön friedlich. Ob ich meinen Otti rufen kann? Ich probier's mal. Ui! Du bist einfach wunderbar, Otti.
ganz toll, wie du das wieder geschafft hast. So, und ich guck jetzt, was das für ein Rezept ist. Ah, alles voll. Fertigen. Gerüchtidee. Ein Wächterabzeichen und ein Händlerabzeichen. Na toll, brauche ich mal wieder Abzeichen. Okay, dann sollte ich zuerst noch solche Fallen produzieren. Immerhin habe ich noch 6 Stück. Und was kann ich denn mal loswerden? Beziehungsweise woraus kann ich irgendwie was bauen? Zu essen habe ich eine ganze Menge. Da könnte ich eigentlich mal einiges spenden. Wenn ich nur wüsste, ob Solfodil jetzt was Wichtiges ist und Lunarodus. Bisher habe ich noch keine Rezepte damit. Aber das kann ja gut sein, dass die dann kommen und dann bin ich ganz traurig, wenn ich die nicht mehr habe. Händlerabzeichen, Sammlerabzeichen. Na toll, 2 Abzeichen habe ich, aber 1 ist das falsche. Jetzt gucke ich mal, was ich fertigen kann. Kann ich vielleicht noch Weichglas? Nee, da fehlt mir der Sandstein. Schade. Muskelbräu? Da fehlt mir die Kariblin-Essenz. Aber ich habe Essenzen. Ist die Frage, ob ich die jemals brauche? Vielleicht kann ich die auch mal handeln. Also gucken wir einfach mal weiter. Ah, das mit dem Stofftuch, das hapert immer. Doch, ich habe Morgenheu. So. Okay, und jetzt kann ich vielleicht so eine Hose machen? Nein. Da fehlt mir Weichglas. Ach, und Großzapfen plötzlich. Na, hat's aber auch schwer. Und hier fehlt mir ein Morgenheu. Schnelltransportkit. Vielleicht mache ich noch ein Schnelltransportkit, weil die sind schon irgendwie nützlich. So, jetzt ist natürlich mein Stofftuch wieder weg. Und hierfür, für Wunderkerzenfallen habe ich noch alles Mögliche. So. Jetzt habe ich immerhin hier einen Platz frei gekriegt. Und ja, jetzt gucken wir mal. Das Sturmarm. Das sollte ich mir markieren. Dieses Sturmgerücht. Gegenstand anheften. Ein Wächterabzeichen. Ja, dann reiten wir einfach mal ins nächste Dorf und verwirren einen Wächter. Oh, da hinten sind noch diese orangenen Kristalle. Tja. Naja, ich werde dann einfach eine Menge einhandeln. Vielleicht springe ich hier selber runter und rufe dann meinen Alpafanten. Weil für mich ist das einfach, hier hinterher runterzuspringen. Und ich glaube, Otti macht das lieber mit Magie. Oh. Das sieht wertvoll aus, auf jeden Fall. Machen wir davon ja schon. Da sollte ich mir auch die Stelle merken. Ah, hier bei einer Höhle. Was ist denn das für eine Höhle?
Will ich da jetzt rein? Nee, aber ich kann mir ja mal merken, dass hier eine Höhle ist und Begalit. Ja, die Höhle ist auch markiert. So. Otti. Oh. Otti, wo bleibst du? Da oben steht er. Frisst gemütlich. Kommt vielleicht nicht runter. Da muss ich ihn holen gehen. Na, das ist aber lästig. Mal gucken, ob ich ihn holen kann. Ich will ihn da ja auch nicht einfach so lassen auf dem Felsen. Oh. Tja, Otti. Ah, hab ich ein Glück. Wie gut, dass Otti nicht konnte. Gut. Otti, wir gehen da jetzt zusammen runter. Schaffst du das? Nicht? Ach komm, das schaffst du bestimmt. So, wir probieren's gemeinsam. Nee, Otti will nicht. Was machen wir denn da? Ich bin jetzt auch festgebackt. Ja, dann sitzen wir nochmal auf. Und reiten wir ein Stückchen hoch. Bestimmt finden wir hier irgendeinen Weg runter. Vielleicht hier so über den Hang. Tja, da stößt man an die Grenzen der Fähigkeiten. Na, hier ist doch ein Weg. Das ist doch prima. Komm. Also absteigen. Da müsste Otti jetzt aber den Weg finden. Komm, Otti. Oder ich lasse Otti frei. Ich wette, er findet den Weg von selber, wenn ich ihn freilasse. Otti, Otti, wie schade. Also. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest den Weg alleine. Ich glaube, der letzte Otti war irgendwie gebirgstauglicher. Was zischt da? Ach, da unten sind sie wohl am Kämpfen, ja. Oh, das ist gut. Da flitze ich mal hin. Denn manchmal, wenn die kämpfen, dann verlieren die ihre Abzeichen. Ja, hier sammle ich mal schnell den Soldophil. Da sind die Kämpfer. Da. Da ist ein Abzeichen. Der Beutel ist voll. Na, da gibt's doch nicht.
Dann schmeiß ich das hier mal weg und sammel das Wächterabzeichen. Nein! Ah, es ist ein Sammlerabzeichen. Okay. Ist noch jemand anders gestorben? Nee. Armer Fexel. Tja, hier in der Einöde. Was haben wir hier? Okay, Fexel-Territorium. Ah, er hat mir ja auch Dörfer markiert. Vielleicht sind das diese beiden Markierungen, wo ich das Gerücht streuen soll. Hier anscheinend und da. Auf eins davon laufe ich jetzt gerade zu. Dann laufe ich einfach mal weiter und stopp. Ach, das war falsch. Nimm's dir. Das war jetzt irgendwie ganz, ganz dumm. Was ich da gemacht habe. Erstens mal vor den leeren Augen. Zweitens habe ich das ja nicht auf den Weg gelegt. Na gut, sie lassen mich jetzt in Frieden. Das ist gut. Tja, oft wenn ich schnell reagieren will, dann mache ich wirklich dumme Sachen. Und außerdem ist mein Beutel ja auch voll. Vielleicht kann ich hier mal was spenden. Damit der Beutel mal wieder ein bisschen leerer wird. Ich würde zwar lieber den Kariblin spenden. Aber nun gut, dann bin ich jetzt nur mal hier bei den Fexeln. Da kann ich auch noch mehr Gunst gebrauchen. So, was wollen Sie denn? Weichglas, Fluffy-Ei, Dünneisen und Rosenbeere. Na, Rosenbeere habe ich doch. Sehr gut. Und Grobknochen mögen Sie nicht. Spüstal. Extrem starkes Material, das schwachblau leuchtet, zu finden zwischen den Gräsern der Ebenen von Albamar. Das will ich ja eigentlich schon gern behalten. Oh, und dieses hier, das der Beagelit, stapelt sich nur dreifach. Aber ich glaube, das ist besonders wertvoll. Ich gebe dir mal Solfodil. Wow. Ja, jetzt kriegen die hier noch ein bisschen Krempel, bis ich da ganz oben bin. Gut. Und ich habe wieder ein bisschen Platz in der Tasche. So. Oh, und da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie es jetzt mit den anderen ist. Oh, jetzt bin ich auch mit den Golladigak fast ganz feindselig. Toll. Und mit den Kariblin ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter geworden. Aber immerhin bin ich jetzt mal mit den einen schon mal ganz positiv. So. Jetzt brauche ich aber mein Wächterabzeichen. Tja, und ich denke fast, dieses Wächterabzeichen, das hole ich mir in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder ziemlich lang. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!